Der Fichte-Bunker in Berlin-Kreuzberg. Im Zweiten Weltkrieg schützte der riesige Betonklotz zehntausende Berliner vor dem alliierten Bombenhagel. Jetzt zieht hier, 65 Jahre nach Kriegsende, die Kunst ein. Die Ausstellung Now Open for Off-Season präsentiert in dem historischen Gemäuer die Werke von 30 deutschen und internationalen Künstlern und ihre Visionen von der Endzeit. Also im Grunde ist natürlich dieses Objekt fantastisch für dieses Thema, weil es insgesamt eine sehr beklemmende Wirkung auf den Besucher hat. Und so ist natürlich Endzeit immer präsent, nicht nur in den Werken, sondern auch in der sinnlichen Wahrnehmung. Initiiert wurde die ungewöhnliche Schau von Studenten der Freien Universität Berlin. Über Wochen richteten sie den bis dahin ungenutzten Teil des Bunkers wieder her. Zu sehen sind Malereien, Installationen, Videokunst oder Skulpturen. Unter den Künstlern ist auch die Südkoreanerin Anne Duke Jordan. Kunst im Bunker, darin sieht sie sogar einen Trend. Es ist wahrscheinlich eine Art von Mystik, die dahinter steckt, aber ich finde diese Form von Mystik oder etwas, was in der Vergangenheit gewesen ist, was so ganz schwer da liegt, es ist schwierig, das aufzuheben, also auch mit Kunst das aufheben zu wollen. Wir hatten wirklich auch die Bedenken, dass es vielleicht die Kunst erschlagen könnte durch den Ort. Und deswegen, wir hatten auch zunächst mehr Ausstellungsfläche geplant und so haben wir es ein bisschen eingedämmt und haben wirklich auch nicht alle Kammern benutzt. Wir haben auch Kammern freigelassen und dann auch wirklich gezielt die Kunst beleuchtet, damit die eben hervorsticht aus dem Dunkel des Bunkers. Ob das gelungen ist, davon kann sich der Besucher selbst überzeugen. Zu sehen ist die Ausstellung Now Open for Off-Season im Berliner Fichte-Bunker noch bis zum 22. August.